Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode hier von der Witcher 3, dem Episodenspiel, dessen Namen ich nicht nennen darf. Und es ist Blood Noir. Heute wieder mit etwas Neuem, denn ihr hört es wahrscheinlich gar nicht, aber ich höre das nämlich. Ich höre mich jetzt selber, weil ich audiotechnisch ein bisschen etwas eingekauft habe und umgestellt habe. Bestehende alte Sachen genommen, mit umgepackt und Co. Ja, und nun sind wir hier in der Witcher 3. Ich will gar nicht groß drum rumreden. Denn wir können jetzt hier auf das Pferdelein steigen. An der Nasekratze, obligatorisch gesehen. Haben wir nicht irgendwie... falsche Taste. Inventartechnisch schon wieder Probleme. Ist ja unfassbar, ne? Wir haben letztens unsere Plötze ausgerüstet mit unserem Sattel hier, damit ein bisschen mehr da reinpasst. Aber irgendwie... kann man es knicken. Da kann man sich echt kurz das Genick brechen und kurzerhand die Möse anstauchen. Nee, Möpse anstauchen. So rum. Kleinen süßen Möpse. Die kommen ja vielleicht langsamer. Auch mal. Handelsposten Sareulstal oder so ähnlich. Ach, hier ist das Handelsgedöns, ne? Gibt's hier Hemper? Wir haben ja auch mal Personen niedergestreckt, aber ich glaube, hier gibt's nichts. Uiuiui. Nee. Gibt's vielleicht hier unten aber noch etwas? Wir müssen verdammt nochmal irgendwie Cortona-Weingut. Vielleicht finden wir da einen Händler. Leider, das müssen wir. Ach, das ist in die andere Richtung. Na, tolle Wurst. Da haben wir ja sehr gut gemacht. Ich hatte heute vergessen, meine Tabletten für Heuschnuppen zu nehmen und es ist echt wieder beschissen, die Nase ist zu. Tutti frutti zu, ansonsten ist sie offen wie nie. Und ich habe es heute vergessen, weil heute Samstag ist und irgendwie meine Morgenroutine ist, Tablette rein und zu arbeiten, aber heute irgendwie erst um 9 Uhr aufgestanden, ist ja irgendwie Samstag, Sonntag, also nee, Samstag ist heute. Und ja, so bin ich erst um 8 Uhr aufgestanden und irgendwie hat es da ein bisschen Probleme gegeben. Hier irgendwo ein Händler in der Nähe? Sollte es aber, wir haben hier das Cortona-Anwesen ja gerettet so gesehen. Ah! Kommt mir das nur vor oder ist die Musik leiser als sonst? Zufälligerweise. Mach langsam! Nein, Entschuldigung, zufälligerweise den Händler oder so gibt es hier nicht in der Nähe, oder? Das wär ein bisschen doof. Noch die Brücke. Wir müssen fast wieder zurück, ne? Hier gibt es ja auch keinen Händler oder so. Müssen wir wohl oder übel wieder schnell reisen, aber was. Oh, hier müssen wir auch noch. Ah, Belohnungen. Warte mal kurz. Hier könnte doch was sein. Rüstungsschmied. Vielleicht können wir bei dem Dingens hier Waffen, Sachen abkaufen. Das ist aber schon ein Stück weit hier. Okay, können wir zum Basilisken gehen und dann kurzerhand ein bisschen was schnuppern, hey. Ne? Langsam. Was, schon wieder langsam? Wieso? Warum? Oh. Mein Mund ist trocken wie Stockfisch. Stockfisch ist normalerweise salzig. So meine Ahnen es erzählt haben. Scheiße, ey. Das ist echt beschissen. Ich hätte meine Tabletten nehmen sollen, echt. Aber naja, man weiß nicht so genau. Ist mir erst jetzt eigentlich eingefallen. Naja. Das ist auch immer am dümmsten Punkt. Heya! Gibt's noch was zu holen? Was ist denn das hier? Kannst du nicht laufen? Entschuldige, kannst du mir vielleicht helfen? Du siehst wie ein starker Mann aus. Was gibt's denn? Ich habe ein altes Lagerhaus ersteigert. Jetzt stellt sich raus, dass es stinkt wie eine ophirische Speisekammer und laut ist wie ein Bordell in Novigrad. Verseuchte Weinlaus!
Ich habe meine gesamten Ersparnisse investiert. Und nun traue ich mich nicht hinein. Bitte hilf mir, Hexer. Na gut, dann, Na gut, ich sehe mir das Lagerhaus an. Ohne Lohn rührt sich nicht mal ein Pferd. Töte die Monster, die das Lagerhaus befallen haben? Das wird ja spannend. Vielleicht ist halt dieser dann ein Händler und kann uns die Waren abkaufen. Aasgestank. Nekrophagen? Ja, wer weiß das schon. Ghule auf jeden Fall. Haben wir hier ein paar Freunde. Einfach Ghule. Na, der wird aber spannend. Oh, die hauen aber rein, ne? Wieso? Wieso ist der Alpha-Ghul einfach tot umgefallen? Immer so als Frage. Wie? Puh, hier stinkt's. Puh, nein. Hier stinkt's. Ach so, ist das Ding. Na gut. Ghulblut, oha. Da würde ich mich nicht so weit reintrauen. Gut, haben wir jetzt hier eigentlich aufgehört mit diesem Kämmerchen. Dann gehen wir hier vielleicht weiter. Da drüben gibt es noch etwas. Ne, da holen wir uns kurz die Soße. Ein Ghoul. Wieso rennt jetzt weg? Das war's. Stinken tut's da immer noch, aber hey, du hast ja feine Herren, die das putzen können. Ich muss mir nachher kurz eine Tablette einwerfen, das geht nicht mehr. Das ist nicht mehr so was. Ist das Lagerhaus jetzt sicher? Ja, ich will mit dir reden, du Plötze. Nun, hast du dich um ein Lagerhaus gekümmert? Das Lagerhaus steckt voller verrottendem Fleisch. Ich musste erst ein paar Ghule loswerden. Bei St. Majorans Schwielen. Und jetzt? Ist es jetzt sicher? Mhm. Aber du solltest das Fleisch schnell loswerden, bevor die nächsten Ghule kommen. Ja, natürlich. Ich werde zu Tweet einige Männer hinschicken. Wir haben Brauchst du was übrigens bekommen? Irgendwas? Meine Bestände sind gerade etwas mager. Aber komm in 2 Tagen wieder und das Angebot ist vollständig. Du kriegst einen Rabatt, der dich umhaut. Ja, und hier fürs Kaufen? Zeig mir, was du anzubieten hast. Wie viel Geld hat er auf der Tasche? Na, das wird nicht reichen. Da können wir knicken hier. Unverkäuflich? Ach so, bei dem Herren. Na gut, das ist ja hier. Bis dann. Haben wir da was mitbekommen? Oder beziehungsweise mitgenommen. Welchen Quest haben wir denn hier? Den hier, ne? Ritter zu Diensten. So eine Kacke. Ach nein. Schon tun die Gelenke weh. Ach man, plötzlich ja hier am Echen und Schaufen. Das kennt man ja auch nicht anders von mir, ne? Also, ich bin plötzlich. Nicht du und nicht. Was ist denn los hier? Was will die Dame denn? Schneller. Gut, nun hier lang, hey. Ne? Genau, wir gehen ja eigentlich im Gegensatz zu den anderen Sachen. Aber wir müssen ja irgendwie einen Händler finden oder so eine Rüstungsschmiede oder was auch immer, die wir unsere Kackschwerte abgeben können. Wir haben echt zu viel. Willst du mich verarschen? Mach langsam. Nein, das wollte ich nicht. Gut. Das ist ein bisschen doof. Rum. Dulcina-Windmühle. Oh, habe ich da etwas Neues gefunden? Es ist immer wieder Neues zu entdecken. Das ist irgendwie unheimlich. Wir müssen jetzt über eine Brücke gehen, ne? Dass wir den Weg passieren können. Ist das der hier? Ist auf jeden Fall zu Basilisk, genau. Hier gibt es einen Händler. Sind unsere Männer denn nicht tapfer? Sei Wie viel hast Darf du? Darf ich mir mal deine Waren ansehen? 5000 Supi. Das ist ein 30er Schwert. Weg damit. Weg. Behalten wir. Nichts zu bieten. Den Rotz können wir ja eh verkaufen. Ist ja ins Beschissen hier.
den hier. Zack, 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 zack. Hier runter weiter und dann geht's nicht noch. Ach du Scheiße. Der wird noch arm für uns. Oh, nein, 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 nein. Okay, ist ja auch scheißegal. Wir haben ja unser Ding. Nein. So, hätte mein Lootfinger nicht so schnell. Ja. Jo, haben noch 80. Also die Schwerter sind schon ziemlich viel an der Manne hier. Schwere. Schwere. 45er, 46er, 46er, 40er, schwere, mittlere, weg damit. Schwere, 43er, 42er, auch schwere, ne? Gut, das machen wir weg hier. Mittlere weg. Jetzt haben wir hier noch 42er und... Und 43, was haben wir hier? Adrenalin durch Bohrung und Aufschlitzen. Weg. Jetzt haben wir eigentlich eine komplette Rüstung, die wir dann tragen können, wenn wir dann soweit sind mit Stufe 46 am Schluss. Geht alles hier nach oben, 79. Haben wir eigentlich drei Toussaint Ritter. Ach, Turnier, Handschuhe. Ritterhandschuhe, Ritterturnierschuhe, Ritterturnierstiefel und Ritterturnierrüstung. Wir haben eigentlich drei Sachen von Turnieren. Leider nur zwei magische Gegenstände und eine Meister, aber ich weiß nicht genau, was jetzt hier besser ist. Ob das jetzt das Gelbe, also die magischen, oder dann die Meister. Ich denke mal, die Meister sind ein bisschen weniger. Aber ich kann mir auch täuschen. Ist ja normal so, ne? Und wir haben hier irgendwann das. Ansonsten wiegt ja nichts. Ist wirklich so. Bis dann. Haben Geld bekommen. Und nun sind wir eigentlich wieder flüssig. Und ich würde sagen. Wir gehen zum nächsten Auftrag. Der führt uns 900 Fuß Richtung. Osten. Ja, Osten. Ist eigentlich schön hier. Wirklich schön. Ich muss immer wieder sagen, ist einfach schön. Was machst du hier plötzlich? Halt! Was ist es los? Ein wundervoller Prozess. Ah. Heya! Nicht schon wieder. Langsam. Ich bin hier fertig. Ah, meine Güte. Wegrennen. Oh, wir haben noch einen Perk. Wir machen den hier verbessern. Nichts hier, ne? Wir haben hier alles auf 5 von 5, 3 von 3. Ja, und dann noch 2 von 3 und hier noch 2 von 2. So noch 3 Stufen können wir. Müssen wir hochsteigen, haben wir eigentlich unsere Perks gesetzt. Plötzlich kommt auch angezottelt. Aber hoffentlich, das Pferd ist irgendwie nicht zu gebrauchen gerade. Aktuell ist es wirklich nicht zu gebrauchen. Das ist aktuell ein bisschen komisch. Nur ein bisschen, ne? Was hast du denn? Ah, jetzt steigt es auf. Sehr schön. Los, lauf! Nun, wohin? Ist da oben? Kann nicht sein. Nö, wo ist denn das? Da hinten. Das muss eigentlich umfahren oder umfahren, eigentlich schon umreiten, ne? Das Weingut müssen wir eigentlich umreiten. Entschuldigung, tut mir leid. Excusez-moi, madame, monsieur. Irgendwelche Arten oder so, ne? So, weg, 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 weg. So, ich glaube, eins reicht und danach kann man weg, ne? Kikimora-Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen.
Sehr schön. Haben wir es gemacht. Super. Können wir die noch blumen? Mein Underloot-Finger ist hier wieder mal am Schlüssel. Ach, grüne Mutagene. Haben wir nicht hier... Ach, grüne haben wir schon. Aber gelbe, gibt's überhaupt gelbe hier? Jetzt haben wir eine Menge blaue. Ich versuche mal, vielleicht müssen... Tja. Ach du Scheiße. Oh. Ach, entweder so mit grünen und mit blauen. Okay, ist komisch. Ansonsten haben wir ja nichts zu tun, ne? Es geht ziemlich scheiße. Na gut. Also von den dagegen gesehen her. Aber wieder aufs Pferd steigen und ab die Post. Und dann sehen wir dann, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Warum lasst ihr schön. Nicht alle in Ruhe? Wein ist eigentlich etwas sehr Schönes und verbindet einem, wenn es auch, wenn man es auch genießen muss. Wein muss man wirklich genießen und darf man nicht runter zwiebeln wie irgendetwas anderes, wie Bier oder so. Was? Schweine können fliegen? Das will ich sehen. Das will ich auf jeden Fall sehen. Ja, wir gehen jetzt hier kurz lang. Und würde ich sagen, meine Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe mal, meine Tabletten wirken bis dann. Viel Spaß. Und bis dann. Tschüss. Euer Geralt.